Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zu einer neuen Runde Fleischhammer and the Lone Wolf Experience in 7 Days to Die. Schaut mal an, was ich geschafft habe, was ich gebaut habe. Es gibt jetzt einen Garten. Ja, ihr hättet es wahrscheinlich nicht gedacht, aber ja, ich mache einen Garten tatsächlich. Wir haben hier Blueberries und wir haben hier, wie heißt die Dinger da? Mais, genau. Ich habe auch noch was Tolles gemacht und zwar einen Frame, Rebar Frames, und ich habe das alles schon verbaut. Und dann ist mir was Doofes passiert, denn in der Nacht, naja, auf Tag 15 kommt die zweite große Horde. Die hat ein bisschen Schindluder angerichtet. Ich bin hier schon dabei und bin hier schon beim Reparieren. Ich wollte es euch ja mal zeigen. Die sind hier ganz klar rein und haben, alles ein, ein wenig, hier unten ist nicht, alles gut. Da sind nur Zombie-Leichen runtergefallen. Ich hier oben schlachten musste. Haben das alles ein wenig, sagen wir mal, verkleinert. Was das heißt, ist euch wohl bewusst, ich bin gestorben. Und zwar steht es jetzt 358 zu 18. Also ich bin nur zweimal gestorben. Oder dreimal, weiß ich gar nicht. Das Doofe ist an der ganzen Sache, ich bin wieder bei 30. Obwohl ich mich schon zu 34 hochgekämpft hatte, bin ich jetzt doch wieder bei 30 angelangt. Toll, Fleischhammer. Ganz, ganz toll. So sieht's aus. Dann zeige ich hier noch ein paar Reframes gemacht, um das hier aufzuwerten. Übrigens, man kann das mit der Stone Axe und diesem Zeug. Wartet, ich zeige euch das. Damit wir das sehen hier. Seht ihr, 63 hat er jetzt nur noch. 63. Also man muss es nicht einfüllen, man kann den letzten Klick lassen und dann hat man sein. Ansonsten würde es so aussehen, was auch cool ist. Da muss man trotzdem jeden einzeln anklicken. Also kann sich einfach einfüllen. Wie man das mit einem Eimer so machen würde. Wie ihr seht, die anderen sind auch noch nicht trocken. Also ist alles ganz frisch hier. Die halten demzufolge wahrscheinlich auch nicht viel aus. Also einer ist kaputt gegangen dabei. Die zweite Reihe war nicht aufgebaut. Die ist aufgebaut. Und hier war ein Einbruch zu vermerken. Ein Glück hatte ich die eine oder andere Schrotflinte bzw. ein bisschen Munition noch am Start und konnte die Viecher töten. Ich habe das alles hier mühsam wieder aufgebaut. Die reißen es mir mit dem Arsch wieder ein. Hier könnte man nicht, kann man nicht. Ich kann das so machen. Und dann hier so. Darf ich nochmal zeigen? Geht auch. Macht ein cooles Geräusch. Obwohl das jetzt nicht hackeln würde. Mein Auge. Also oder zischen. Würde halt einfach nur fließen. Ja. Das war's mit. Jetzt habe ich mich entschlossen. Eigentlich wollte ich nur die erste Reihe machen, aber dann halt, dann kamen halt, kamen die Viecher. Und haben sich entschlossen, mich essen zu wollen. Was sie dann auch taten. Aber ich bin wieder da. Stärker als je zuvor und das Ding wollte ich eh wegnehmen. Ich habe mir so viel Mühe gemacht hier, bei meinen Testversuche. Hier dieses Auto weggehämmert, alle Sachen weggehämmert und dann hier diese coolen Dinger hingestellt. Alles vom Allerfeinsten hier, nur für die Pflanzen. Was machen wir in die Wichshaus? Das ist das. So kommt das. Das ist geil. Um Gläser hin. Uah. Ich das hier aufbauen? Nicht. Würde ich mir vorstellen.
War auch nicht schlecht. Ne, ich finde die Wechselidee besser als die mit den Reifen. Die habe ich jetzt hier einfach nur hingebastelt. Weil ich wusste, wohin. Na, die sind ja schnell weg. So, die baue ich eh da ab, also kann ich sie auch irgendwo verbauen. Und warum nicht hier? So, so. Muss noch irgendwo einen Eingang haben zu meinem... Naja. Irgendwo fällt mir schon was ein. Hier müssen wir... Kommen wir eh Frames lang. Gold. Hier stellt. Und dann machen wir darauf noch ein Dach. Das ist eine coole Sache. Fick Zombies. Wollte ich ganz gerade sagen, aber. Ich hab's hier gespart. Ihr wisst noch, wie viel Munition ich hatte, ne? Es war eine Menge. Und, jeder Schrot für den Schuss war ein Treffer, sag ich jetzt mal. Und hat auch ein Zombie bedeutet. Also. Ein Zombie-Leben gefordert. Es waren sehr viele. Es waren wirklich viele. Geil, ich konnte ihn noch mehr. Oh, so geil, die Tür. So. Haben wir jetzt noch. Wenn wir den jetzt noch zu Ende looten hier. Tatsächlich, was ihr braucht. Also, das, was den die Health wieder hochgehen lässt, beziehungsweise Wellness, ist tatsächlich aktuell Schwein. Nicht wohl der eine, der wie klar Schwein zu mögen. Schwein. Siehst du, ich war auch gerade dabei, hier Eisen zu holen. Beziehungsweise, nee, Quatsch. Zu meinen. Das ist Englische. Auf jeden Fall war ich dabei. Und da waren sie da. Wie beim letzten Mal. Ich hörte oben was. Fuck. Horde. Piralhorde. Oh Mann, das nächste Mal muss ich mir was ausdenken. Lass mir diese Waffen wieder zurückfallen. Meine Waffen alle eingesteckt, weil ich ja auch keine Munition hier hatte und musste erstmal craften. Und jede Waffe hat ja erstmal volle Schuss, also volle Munition. Ins Feuer. Musste da erstmal. So, zack, zack. Zack. Ja, kann man leider nicht viel machen, außer ihn irgendwo hinsetzen. Inhalt über, na gut. Den dummen Zaun um. Ah, nein, wobei ich bin jetzt nicht genervt oder ähnliches, aber das. Die alten, ey, die haben mich ja ein bisschen verdächtig gemacht. Okay. Einfach mal tiefer, aber lass uns mal hier. Na, schöne Blätter einschmeißen. Ja, Wasser. Diesmal geht es aber schneller höher. Ich bin schon mal 37. Okay. Das liegt jetzt woran? Das liegt jetzt wo da an? Bin groß.
dieser Stelle. So, ein paar gute Tipps haben wir noch übrig, aber um ehrlich zu sein, ist das nicht wirklich gut, was wir jetzt hier noch übrig haben. Bis nächste Mal euch Sprengfallen. Nee, Spaß, keine Ahnung. Sind ja noch ein paar Tage, bis zum nächsten Mal. Viele sind es nicht. Tja, genau, das Zeug hier noch verbrennen. 6 Minuten 30. Genau, eh eine Kohle. Ach Mann, ey. Also es hat echt... Das waren viele Zombies. Und da waren 5 von diesen Spuckern bei, mindestens. Und weiß Gott, wie viele Hunde. Die Hunde waren ja das, was als Erste da war. Und ich war gerade draußen im Garten. Also war hier unten und dachte mir, was ist denn da oben los? Guck so hoch und dann drehe ich mich hier um und da stehen die Hunde. Wobei, die stehen ja weniger. Die wollen dich schon ganz viel beißen. Brauchen wir noch? Ja. Ob ich erstmal eine Wand aus Scrap hier Dings hier mache oder ob ich das. Was sind die Tipps? Zeig nicht gerade noch welche ab. Ja, oder wie auch immer ich mache. Ich weiß es nicht. Das ist, ach, das leckt ja mal hier unten schon ein bisschen doll. Ja. Dann gehen wir mal noch ins Tiefer. Haben wir ja endlich meine Big Eggs dabei. Und holen wir noch mal ein bisschen Eisen. Ich habe hier schon mal abgebaut, ihr seht's. Erstmal drauf, wenn man den Haufen hier Zombie festzumachen. Dann können wir weitergehen mit Landschaft erkunden und alles drum und dran. Wurde jetzt aufgenommen? Ja, tatsächlich. Das ist aber auch eine geile Mine. Trade drin. Ein bisschen Licht von hier. Brauchen wir Eisen jetzt, dass wir nicht ablenken. Mann, Mann. Wie ist denn bei euch so? Beide 4 Haare? Die definitiv stärker ist als die erste. Wie schlimm war sie bei euch? Wie habt ihr sie überlebt? Tatsächlich. Aber wenn ja, wie habt ihr überlebt? Das ist ja echt eine Frage, die man nachgehen könnte. Alter, hier ist ja überall was. Das ist ja geil. Das hat schon was von, 72 oben drauf. Nochmal 6 Ore von hier. Dann noch ein 7 draus und dann schmelzen wir die mal ein, verarbeiten die bla 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 bla. Also ich mach da auch viel im Off, damit
keine Ahnung, ich kann ja nicht so viel erzählen. Und gespielt. Von an muss ich doch ein bisschen nachdenken und so. Anders ist immer increased. Plus. Warum? Warum auf einmal? Steht nicht. Immer noch mal einen Schluck zu trinken. Ah, Tee liegt's nicht. Aber ich bin echt froh, dass ich hier so viel Blei finde. Ich kann mich erinnern an Zeiten. Aha, auf den Kopf. Hey, geht's nicht gut? Mir ist so schwindelig. Komm hier, I am now healing. Vorbei, 9. 9 ist eine ziemlich große Zahl. Du kannst noch mal eckig werden. Ja, ich glaube, das ist noch nicht so super ausgereift. Das heißt nicht für meinen Rechner. Die Öfen und so, die sehen super geil aus. Aber ich glaube, die bringen noch nicht die 100%ige Leistung. Die Leistung des PCs, ihr wisst, was ich meine. Die sind noch nicht ausgereift. So. Ja. Hier oben hat auch mein OBS ein Problem mit der Aufnahme. Komisch. Wenn ich jetzt aber ja hier gehe. Oder hier ist sie vorbei. Schon witzig. Gut, dass es mir schon geht, ey. Also was. Geht das echt gut? Jetzt rausgefunden hat, dass es am Fleisch essen. Also, vermeintlich. Meintlich einmal. Jetzt gleich kaputt hier, das Ding hier. So. Ich würde das wenigstens irgendwo zumachen jetzt gerade, bevor die Nacht kommt. Also ihr seht, hier ist noch viel zu tun. Und da steckt echt Arbeit hin drin. Um das so hinzukriegen. Denk mal. Hallo. Würde ich mal aufwerten. Wieder reparieren. Mit die Mini gar nicht kaputt geht. Der verschenkste vier Dings braucht ihr. Gut, 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 gut. Naja. Es ist, wie es ist. Wir machen heute schon mal früher Schluss. Bin noch ein bisschen müde. Die Anstrengungen waren anstrengend. Gucken wir nochmal zu meinem Rucksack. Die sieht, glaube ich, gar nichts. Tut mir leid.
War nicht viel guter Kram drin. Außer Erde. So. Hier wieder Pflanzen. I'm not thirsty. Wir probieren nochmal ein Stück Fleisch zu essen. Wenn wir es denn nach unten schaffen. Ja. Wir haben nicht noch ein bisschen mehr das Talk. Der andere Venison. Ja, es geht. Das ist geil. Und noch eins hoch. Also entweder funktioniert da irgendwas nicht oder ich weiß auch nicht. Jetzt funktioniert es auf jeden Fall gut. Bin schon wieder bei 40. Da freue ich mich total. Und hoffe, dass ich da bald wieder eine höhere Zeit stehen habe. Meine. Denn das ist ganz schön anstrengend. Mit so wenig Lebensenergie rumzulaufen. Du bist ja jeder Zombie-Schlag ist deiner. Naja. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn Sie sagen, hey, das hat mir gefallen, da gebe ich einen Daumen hoch. Ansonsten, gute Nacht, bis dann, tschüss.